Du dachtest, diese Karte kann wirklich nur verteidigen? Dann liegst du falsch. Guck dir das an. Guck dir das. Bro, er ist eine Maschine. Er ist The Rock. Er hat die krassesten Muskeln. Aber sie haben einfach nicht gegen Mazedonien gereicht, Mann. Wie konnte er denn nicht Mazedonien besiegen? Und Chiellini läuft immer noch. Was macht der Typ? Und guck dich die Situation an. Er ist ein Kämpfer. Er kämpft. Genau so kämpfe ich für meine Cousine, die ich heiraten muss. Chiellini, Chiellini. Bruder, eine Maschine. Und ihr dachtet wirklich, das ist alles? Freunde, das war nur das Intro. Schau dir das ganze Video an. Du hast diese Spielszenen gesehen. Und wenn du auch ein italienischer Mafia-Boss bist, dann nimm diese Karte zu 100% an und guck dir das Video von Anfang bis zum Ende mit. Wichtig, sind auch gute Tipps dabei. Und jetzt, let's go. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Diese Brille gehört meiner Mutter, Bro. Die war damals vielleicht, keine Ahnung, Mann, 2,50 € wert. Stabil, ich verlose diese Brille, wer sie will. Halt dich, Jungs. Let's go. Wir waren auch direkt dran mit dem italienischen Baron. Freunde, diese Karte hat eine Glatze. Bruder, wenn der vor mir stehen würde, man denke, das ist ein Spiegel. Bro, seine Glatze glänzt einfach mehr als die meisten Autos. Sag ich dir so, wie es ist. Ende einer Ära. Ich glaube, es war auch ein Grund vielleicht, dass Deutschland gegen die 5-1 gewonnen oder 5-2 gewonnen hat, weil er nicht dabei war. Wer weiß. Also, wenn wir die Stats angucken. Bruder, krasses Tempo, mies krasser Schuss, Passen, Dribbling und jetzt kommt das Highlight, Verteidigung und Physis. Ich kann euch nur zu dieser Karte sagen, dass diese Beweglichkeit und Balance so geil ist für den Innenverteidiger. Und damit holen wir auch Rang 1 mit vielleicht Chiellini, der Big Boss. Let's go! Meine individuellen Taktiken bzw. mein Taktikvideo kommt am Freitag, wenn ihr dieses Video seht. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren und abwarten, weil die Taktik wird krass. Und damit mache ich jetzt ein schönes Tor. Schaut mal. Und jetzt. Perfekt. Zack. Und jetzt Pele. Und Pele. Und Pele. Ah, perfekt. Ich hatte vorher Varane als Innenverteidiger und habe jetzt ein paar Spiele schon Chiellini gespielt. Was mir am meisten bei ihm gefällt, ist, dass er, wenn er den Ball hat zum Beispiel, den Ball nicht so leicht verliert. Das könnt ihr in der Anfangsszene am Anfang des Videos sehen. Also mir gefällt er bis jetzt brutal. Am Ende des Videos werde ich euch dazu noch ein Fazit geben. Und ey, ich hoffe einfach, der ballert da durch, Digga. So, und da habt ihr zum Beispiel Chiellini gesehen. Das war aber meine Fehler, weil ich meinen Verteidiger rausgeholt habe. In solchen Situationen einfach immer abwarten, den Gegner kommen lassen und im richtigen Zeitpunkt zum Ball gehen. Niemals eigentlich Verteidiger rausholen, abwarten. Lass den kommen, lass den kommen. Und Big Boss Chiellini ist da. Ich hab's euch gesagt, der ist der Beste. Und jetzt in dieser Situation, lasst den Gegner kommen. Niemals angehen. Zum Beispiel schaut euch jetzt an, wie ich das jetzt mache. Lasst ihn kommen, lasst ihn einfach kommen. In dem Moment einfach rauflaufen, Lücken zubilden und irgendwann hat er keine Ahnung, wird schießen. Spielt den Ball wieder Garrincha. Ja, grüner Time Finish. Und Bro, was habe ich gemacht? Enzo FIFA Time Finish Tutorial. Angucken. Wichtigste, was es gibt. Chiellini, Chiellini, Ankara Chiellini, Ankara Chiellini, Ankara Chiellini. Oh, Shabab. Jetzt nimm den Ball, nimm den Ball. Oh, Macher. Du Macher, Junge. Chiellini wieder. Oh, Walla, der ist so beweglich, ich weiß nicht, woran das liegt. Zack. Und hochgenommen. Guck mal, der hat auch Körper, ne? Schaut jetzt Sprint-Duell. Sprint-Duell. Chiellini. Chiellini. Mach es. Ach, bei Chiellini. Das war mein Fehler. Stark, Chiellini, Junge. Macher. Wir stehen gerade 3 zu 0 und ich kann bis jetzt sagen, dass das Team sich ehrlich sehr, sehr nice spielt. Ich werde jetzt nur mal ein Spiel machen, weil das Video wird dann einfach zu lange. Und wir können daraus einfach direkt einen Teil 2 machen. Mit mehr Tipps. Das heißt einfach nur auf Chiellini ein bisschen bezogen. Und ein bisschen Rekilling, ein bisschen Talk und so. Ja, ist wichtig. Wie gesagt, viele von euch haben auf jeden Fall auch Schwierigkeiten in FIFA, was ich sehe. Die kommentieren, schreiben mir auf Insta. Aber ich kann euch nur so sagen, Chat. Viele von euch. Wie soll ich euch das sagen? Guck mal, ihr spielt FIFA, ihr habt das wahrscheinlich auch. Ihr spielt FIFA, habt eine Formation, habt eine Taktik, Anweisung, was auch immer. Ihr kommt unnormal gut damit klar. Und auf einmal aus dem Nichts spielt sich das Spiel komplett anders. Erstens, Bro, das liegt vielleicht an FIFA. Natürlich liegt das an FIFA, an ihren Servern oder an den ganzen Patches so. Die bringen die ganze Zeit neue Patches. Ist ganz normal, dass du damit nicht klarkommst. Du musst wissen, was dein Spielstil ist. Und wenn du mit deinem eigenen Spielstil nicht vorankommst, musst du deinen Spielstil ändern. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du dein Spielstil änderst. Viele von euch haben FIFA gelernt ohne zu skillen und wollen jetzt ohne Skills weiter FIFA durchziehen. Nein, versuch mal was Neues. So, Skillen ist ehrlich nichts Schlimmes oder nichts Schwieriges. Ich sage euch ehrlich,
in den letzten FIFA-Teilen war es meiner Meinung nach nicht so krass wichtig, natürlich. Aber je mehr FIFA-Teile rauskommen, desto wichtiger wird es zu skillen. Also ich merke das bei mir zum Beispiel. So oft mache ich einen Balldolle Scoop-Turn vom Tor. Und guck mal zum Beispiel die Situation an. Der Gegner denkt, dass ich nach hinten gehe. Ich gehe nach hinten, habe wieder frei. Ich gehe wieder nach hinten und jetzt habe ich die ganze Mitte frei. Das sind einfach zwei, drei Knöpfe, die ihr machen müsst, um wieder zum Tor kommen. Wisst ihr, jetzt gehe ich einmal nach hinten, spiele den Ball nach unten und Tor. Also, ja, okay, perfekt, abseits. Aber das war schon eine gute Ansage, ja. Also seht, lernt auf jeden Fall diese Skills. Ich habe viele Tutorials. Schreibt in den Kommentaren, wo eure meisten Schwierigkeiten sind. Das sind halt Punkte, die ihr auf jeden Fall beachten müsst. Du musst auf jeden Fall auch den Gegner lesen. Das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Wenn du den Gegner nicht liest oder so, für was gehst du auch Risiko ein? Genau, ich bin gerade live und hat einer in die Kommentare geschrieben: Ich kann nicht einschätzen, wann ich einen X-Pass machen muss. Ich kann nicht einschätzen, wann ich Dreieckpässe machen muss. Und ich kann nicht einschätzen, wann ich diese hohen Bälle machen muss. Das ist etwas, was du auf jeden Fall auch lernen musst. Und wo du halt ein bisschen dieses Auge dafür haben musst. Das kommt aber nach der Zeit, wenn du dich da verbessern willst. Was ich empfehlen kann, zum Beispiel in solchen Situationen, wo der Raum etwas voller ist. Guck mal hier zum Beispiel. Du willst den Ball sofort los und du musst ihn loswerden. Ich würde euch da empfehlen, mit den Verteidigern niemals Doppelpässe zu machen. Fangt mit Doppelpässen am besten immer in der Mitte an. Und ich sage euch mal so: Spieler in der Nähe immer mit normalen X-Pass. So, wenn sowas ist, immer normalen X-Pass. Spieler, die ein bisschen weit sind, R1 X. Und Spieler in den Lauf schicken, immer mit R1. Aber jetzt genau ist eine wichtige Position. Lasst den Gegner kommen. Geht nicht mit eurem Verteidiger an. Lasst ihn kommen. Guck mal, ist noch nichts passiert. Lasst ihn kommen. Er wird nicht wissen, was er macht. Er geht in die Mitte, L2 jetzt. In dieser Situation L2. Mitte frei halten. Und genau im wichtigen Punkt gehst du ran. In dieser Situation zum Beispiel ein wunderbarer Pass zu Pelé. Ballrolle. Einmal nach hinten. Zack. Mitte. Ah, guck mal, das hat sehr, sehr schlecht von mir gemacht. Aber ihr seht, wie eine Ballrolle komplett das Tor eigentlich jetzt gemacht hätte. Ein Punkt ist, Jungs, ich bin auch nicht so krass synchron beim Gameplay, also wundert euch nicht. Ich habe mir schon eine neue Elgato bestellt, die kommt auf jeden Fall bald. Und dann bin ich auch komplett synchron mit dem Gameplay. Ich würde euch empfehlen, auch mal zu gucken, wo ihr besser seid. Entweder ihr seid Spieler, die von der Mitte besser kommen oder von den Außen. Ich bin einer, ich gehe gerne über die Außen. Und bei wichtigen Punkten spiele ich auch mal den Ball in die Mitte. Schaut jetzt bitte mal den nächsten. Mein nächster Angriff ist ein Tor. Auf Ansage. Guck mal, lass ihn das machen. Er will, dass ich presse. Er will, dass ich presse. Aber er merkt gar nicht, dass er damit selber aufmacht. Ein Fehlpass und ich bin durch. Ein einziger Fehlpass. Nicht angehen, nicht angehen. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Er macht immer das Gleiche. Er macht immer das Gleiche. Er wird von der Mitte kommen. Pack und ich habe den Ball. Also nicht direkt angehen. Clincher. Doppelpass. Abwarten wieder. In die Mitte. Zack. In die Mitte. Ballrolle, abwarten, zack, Pelé, Doppelpass und zack. Ich habe euch gesagt, wenn ich, guck mal, ich rede nicht ganz viel, aber ihr seht, wie das Spiel einfach in meiner Hand gerade war, weil ich wusste, in welche Situation, wie ich passen soll. Was ich über Außen empfehlen kann: Doppel-X-Pässe sind sehr, sehr OP, Doppel-X-Pässe sind unnormal. Fazit ist, ich wollte euch nur ein paar Tipps noch mitgeben im Chiellini-Video. Also ich teste ja im Video noch ein Chiellini, ich gebe euch ein Fazit. Bis jetzt gefällt mir Chiellini unnormal gut, das sage ich euch einfach ehrlich. Chiellini gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Keine Ahnung. Besser auf jeden Fall auch als Varane. Marquinhos Tots zum Beispiel fand ich auch sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir in der 80. Minute. Und in dieser Situation gehe ich am besten immer auf Teampressing etwas. Aber nicht auf Überzahl auf Ballbesitzseite. Geht erstmal ein bisschen pressen. Und ab der 86. Überzahl auf Ballbesitzseite. Chiellini aber, partymäßig eine sehr krasse Karte. Nehmt sie unbedingt mit. Bitte nehmt sie mit. Nehmt sie mit. Nimmt sie mit. Sogar ein Tor gemacht. Ja, also sag ich dir so, wie es ist. Aufpassen. Chiellini ist eine Maschine. Kostet eigentlich, glaube ich, nur so 50, 60.000 Münzen. 83 und 84er Team hat jeder im Verein. Eine sehr krasse Karte, die ihr unbedingt mitnehmen sollt. Und vielleicht an die italienischen Fans machen sie Karten sowieso einfach so. Das war's auf jeden Fall auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen ein paar Tipps mitgeben. Und ihr habt gesehen, wie ihr dann verliert am Ende, wenn ihr einfach nicht fokussiert seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr seid die Besten. Passt auf euch auf. Wir können auf jeden Fall noch einen Teil 2 machen und die restlichen Spiele spielen. Aber Chiellini, go! Wir sehen uns, haut rein und ciao!